Ein schöner Platz. Gab's früher eher. Jetzt ist hier irgendwas kaputt. Wir fahren jetzt einfach ins Gelände. Testen die Reifen, dann wird es ein Reifentestvideo, ein reines. So, die Reifen. Die Reifen sind von der Marke Radburg. Und zwar sind es keine Neureifen, sondern es sind rund erneuerte. Gab es früher eher. Oh. Früher gab es da eher Hass drauf. Oder Schwierigkeiten. Die haben in Tests meist nicht so gut abgeschnitten. Das heißt nun, rund erneuerte sollen doch aufgeholt haben von der Qualität. Oh, wie schießt sowas? Ich glaube, wir packen dann gleich zusammen. Runderneuerte sollen qualitativ sich durchaus gebessert haben. Und wir haben gesagt, wir testen, wir haben die alten Gummis behalten. Welche das genau waren, kann ich nochmal einblenden. Auf jeden Fall, Profiltiefe war da nicht so ganz viel da und auch nicht so grob. Das war ein feineres Profil. Allerdings auch AT-Reifen, Alterung-Reifen. Und das ist dasselbe, die sind sehr ähnlich dem BF Goodrich KO2. Und wir probieren die mal zu fahren. Wir testen die jetzt mal. Mindestens bis zum Sommer. Sollte sich das irgendwo gerade auf Nässe negativ erweisen, überlege ich eventuell dann doch nochmal auf die alten Gummis zu wechseln. Kostenpunkt waren hier um die 70 Euro, glaube. Reifengröße haben wir hier eine 265 60 R18 auf der Original L200 Felge. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal. Hauptsächlich stelle ich euch das jetzt nur vor in der schönen Lausitz. Los geht's! So, wir sind jetzt hier am Aussichtspunkt Bergener See. Ein See, wir gucken uns das mal an, wie das Ganze in der Renaturierung ausschaut. Denn hier ist noch nicht viel Wasser drin. Ja, schaut mal da drüben. Da hinten das Kraftwerk, eine gute Frage. Was das ist, schwarze Pumpe oder Boxberg, kann dann gerne nochmal nachgucken. Schreib's hier unten rein. Also so richtig bin ich mir noch nicht sicher, ob das so bleibt. Jetzt hier so eine Art Sumpfgebiet, aber es scheint tatsächlich schon abgeschlossen zu sein, denn an den Tafeln ging nichts hervor, nur dass hier mal ein Rutschungshergang stattfand, aber ein schöner Platz. Es ist heute relativ kalt, bei schönerem Wetter ist es hier sicherlich schöner. Vielleicht kommen wir auch noch ein bisschen durchs Gelände, um die neuen Reifen ein bisschen zu testen. Vielleicht gibt es irgendwo noch ein bisschen eine Schlammgrube, Sand. Wir wollen den Reifendruck noch mal absenken. Das wollen wir auf jeden Fall alles nochmal probieren. Auch wieder nichts, ich bin jetzt eine Strecke gekommen, die sind wir letztens hier schon lang. Wir schauen auf jeden Fall, wir probieren die Reifen, wir probieren dann noch den Reifendruck zu senken und mit einem Kompressor, den wir besorgt haben, wieder aufzupumpen. Ich stelle euch das Ganze noch vor, wir fahren aber erstmal an eine Stelle, wo man das Ganze probieren kann. So, Geräusch bei 100 km/h. So, wir sind jetzt nochmal auf einem Weg, weil wir nochmal ein bisschen Gelände fahren können. Ein Weg ohne Verbotsschilder. Auf jeden Fall, wir gucken mal, ob wir hier lang kommen, wo wir dann noch ein kleines Päuschen machen können. Ich werde euch auf keinen Fall allerdings verraten, wo das gerade aktuell ist. Denn wir wollen ja nicht, dass jeder hier lang fährt. Und es sollte auch, denke ich, so bleiben, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, durch den Wald zu fahren.
ich muss jetzt eigentlich zum Mittagessen. Es ist schon 11.30 Uhr. Ich muss noch eine knappe halbe Stunde fahren. Dann bin ich zum Essen eingeladen. Und dann werde ich das einfach dann noch danach machen. Vor Ort die Technik testen, wie wir den Reifen Luftdruck absenken und wie wir das mit dem Kompressor wieder aufpumpen. Deswegen fahren wir jetzt. Und Details zu den Reifen und allen drum und dran stelle ich einfach unten in die Videobeschreibung mit rein. Ich verlinke da mal die Homepage mit von der Firma Radburg. Da kann sich jeder mal schlau machen. Es sind auf jeden Fall keine China-Reifen, was das angeht. Weiter geht's. So, wir machen den Test jetzt mal von hier aus. Was haben wir hier alles? Wir haben hier drin ein AT Safe Pro oder von AT Safe Pro. Ein Barometer und einen Aufsatz, um den Reifdruck abzulassen. Das werden wir jetzt mal probieren. Und dann werden wir probieren, wie der Kompressor funktioniert. Kompressor ist der T-Max mit 72 Liter und 150 PSI. Kostenpunkt bei dem Gerät um die 100 Euro aufwärts, glaube ich, was ich so gesehen habe, wird gesamt an die Batterie angeschlossen. Muss ich dann erst nochmal aufknipsen. Die Kamera abgefallen. Hallo. Oh nee. Und zwar haben wir dazu noch, wir schauen dann mal, ob es eventuell sogar reicht, denn wir müssen damit an die Batterie. Das werde ich aber gleich noch aufmachen und den Schlauch stecken wir jetzt einmal hier dran. Zack. Was ich auf jeden Fall noch am Überlegen bin, das muss ich dann noch mal bei meinem anderen Kompressor, ob ich hier so eine Pistole dazu bekomme, die hier dran passt, um das direkt aufzufüllen, weil dann erspare ich mir eigentlich dieses Gerät und diesen Part und nehme nur diese Pistole zum Reifendruck auffüllen. Gut, ich würde sagen, wir testen erstmal den Kompressor, denn wenn der Kompressor nicht geht und wir lassen den Reifendruck ab, habe ich hier zwar noch einen Kompressor, aber wer das vorhaben sollte, guckt erst, ob der Kompressor geht, bevor ihr den Reifendruck ablasst. Nur so als Tipp. Los geht's! So wie ihr sehen könnt, musste ich den Kompressor jetzt hier oben drauf stellen. Ich habe jetzt hier unten, es sollte gerade so reichen, künftig will ich schauen, ob ich es eventuell nicht direkt über die Batterie mache, sondern vielleicht innen an den Zigarettenanzünder stecken kann, damit das einfach auch von der Länge her reicht. Aber wir schauen mal, wenn wir den jetzt hier runterstellen, reicht es gerade so, ja. Wir haben jetzt den hier unten stehen und ich würde sagen, wir schalten mal an und schauen mal. So, okay, ihr habt gesehen, Kompressor funktioniert. Wir probieren jetzt erstmal das Gerät zum Luftdruck ablassen aus und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir schrauben jetzt das Ventil ab und der Spaß hier wird draufgeschraubt. Wir sind bei 2,4 Bar hier hinten. Wir lassen ihn jetzt auf etwa 15-20%, lassen wir den Reifen ab. Das sind in etwa circa knapp 1,9 Bar in der Drehe. Gut, 1,9 Bar. Wir machen das jetzt nur bei einem Reifen. Den Rest werdet ihr dann eventuell mit sehen, wenn wir unterwegs sind. Oh, jetzt habe ich zu viel verraten. Ich piepse es raus. Das verrate ich euch noch nicht. Genau. So, wir haben jetzt 1,9 Bar. Wir müssen jetzt wieder 0,5 Bar aufpumpen. Das machen wir jetzt mit dem Kompressor. Jetzt sehe ich hier 1,9 Bar Druck sind hier drauf. Jetzt könnte ich prinzipiell auch mit dem ganzen Gerät ablassen. So, jetzt schrauben wir das nochmal drauf.
Hier ist nämlich die Anzeige absolut nicht schön. Deswegen prüfe ich mit dem Gerät jetzt nochmal nach, damit wir auch wissen, dass wir 1:1 tatsächlich den Druck haben, den wir haben wollten. Jetzt ist hier irgendwas kaputt gegangen. So, was war jetzt hier passiert? Hier drin habe ich nicht gesehen am Anfang. Gibt es auch die Option, das Ventil weiter rauszuschrauben, Vorsicht zu genießen. Das habe ich nicht gecheckt. Ich habe gedacht, es hat geklemmt. So, habe das dann aber zum Glück gleich gesehen und habe wieder aufgepumpt, das Ventil vorher wieder reingeschraubt, richtig. Steht jetzt wieder alles, passt alles. Also von daher muss ich mal schauen, ob wir das eventuell auch in anderer Kombination mit einer Luftdruckpistole, sage ich jetzt mal einfach, handelsüblich, wo man direkt ablassen kann und zusätzlich dann einfach auch einfach die parallel mit Kompressor nutzen kann. Weil dann spare ich mir dieses Teil und ich spare mir auch den Schlauch, weil da ist die Anzeige sehr bescheiden, was das angeht, um wirklich die Barzahl ablesen zu können. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen da lassen. Und ihr dürft auch gerne, wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Dazu kommen künftig noch mehr Sachen, was Fahrzeug angeht, über den Sommer, sage ich mal, bis dahin. Und das wird auf jeden Fall ein Dienstagsvideo werden. Gehe ich stark davon aus. Denn wir wollen auf Freitag die Outdoor-Wander-Reisevideos da belassen. Und wenn noch was dazu kommt, was Fahrzeug angeht, kommt es auf den Dienstag. Es gibt nicht immer ein zweites Video die Woche, aber eins schaffen wir, denke ich, schon. Da haben wir genug Material beisammen. Es wird auch ein paar Throwback-Videos geben. Ja, wie gesagt, dann lasst noch einen Daumen da. Gerne auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.